Moin Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch soweit allen gut und willkommen zu wohl randomsten Anmoderationen auf dieser Erde. Naja, egal. Ich ziehe das Ding jetzt einfach mal durch und zwar stelle ich euch in diesem Video so ein bisschen upcoming Brands vor, underrated Brands, irgendwelche Underground Brands, vor allem aus Deutschland, die man eben noch nicht so auf dem Schirm hat. Ist kein neues Format, habe ich auch nicht erfunden, haben schon wirklich sehr viele YouTuber gemacht. Ist, denke ich, aber eine coole Sache. Interessiert mich auch immer, was so andere Leute noch irgendwie so auf Lager haben, kann man so sagen. I don't know. Was auf jeden Fall andere Leute so auch für Underground-Brands irgendwie kennen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, einfach nochmal kleinere Brands zu Es ist auf jeden Fall, denke ich, auch ganz nice, nochmal kleinere Brands ein bisschen zu supporten. Dementsprechend jetzt hier auch einfach mein Support für ein paar kleinere Brands, die ich auf jeden Fall sehr feier. Nicht nur dabei sind meine Empfehlungen, sondern eben auch noch ein paar Empfehlungen aus der Community. Ich habe auf Instagram, wer mir da noch nicht folgt, gerne einmal folgen, einen Fragensticker in die Story gemacht, wo ich geschrieben habe, jo, haut mal ein paar Loki-Brands raus und ein paar Leute haben da auf jeden Fall was rausgehauen und waren mitunter wirklich nice Sachen dabei. Ich gehe damit so ein bisschen das Ganze durch. Wir fangen an mit so Brands, die man eigentlich schon kennt, mehr oder weniger, die jetzt auch nicht vielleicht unbedingt Loki sind, ist die Frage, wie man es auffasst. Ich werde die ganz kurz so ein bisschen abhandeln und mich dann wirklich so auf die sehr, sehr Loki-Sachen stürzen. Ja, wir fangen an mit Lowlights Studios. Das ist die Brand von Elias, den kennen sicherlich auch einige von Instagram eben, der da auch immer viele Insta-Bilder macht, auch mit Justin und so weiter befreundet ist. Und der hat eben auf jeden Fall die Brand Lowlights Studios, die jetzt letztens ihre Shutter Island Kollektion hatten, die auf jeden Fall auch ganz cool war. Finde ich, ist eine sehr geile Brand, vor allem eben, weil die nochmal so ein bisschen was anderes haben. Die T-Shirts-Designs haben mir sehr gefallen. Ich habe mir persönlich da nichts gekauft, zum einen, weil ich gerade ein bisschen broke bin und weil ich auch bei den T-Shirt-Schnitten so ein bisschen unsicher war und jetzt nicht wusste, ob das nicht ein bisschen zu krank vom Schnitt her irgendwie zu heftig oversized ist für mich. Aber insgesamt fand ich die sehr, sehr heftig. Dazu auch zum Beispiel diese Hose. Leider kein Plan, wie genau die Hose heißt. Das ist auf jeden Fall so eine stacked Hose, die so auf jeden Fall nochmal was sehr Innovatives hatte. Bild werde ich hier einblenden. Fand ich insgesamt sehr cool. Auch ansonsten hatten die ganz nice Zip-Hoodies auch mit den Taschen, so also mit diesen Taschen an der Seite, so als Opener. Was ganz cool ist, eben mit so zwei L's für Lowlights. So insgesamt von der Idee her cool, von den Schnitten her cool, von der Aufmachung her cool. Ist wirklich eine sehr, sehr nice Brand in my opinion. Dann haben wir auch noch von VBS, also von Victor Brown Studios. Und ja, ist auch eine sehr nice Brand. Die hatten vor allem, denke ich, ihren Hype mit der Riot-Kollektion, wo die Zip-Hoodies ja auch sehr gehypt waren, wo ich auch am Überlegen war, mir im Resale einzukaufen für, ich glaube, 150 Euro oder so. Ich es dann letztendlich doch gelassen habe, weil 150 Euro dann für mich doch ein bisschen zu heavy war. Insgesamt ist das aber auch, denke ich, auf jeden Fall eine coole Brand, die echt noch so ein bisschen underrated ist, weil die eigentlich schon echt nice Stuff macht und dafür mit 24.000 Abonnenten auf Instagram noch gar nicht so bekannt ist. Als nächstes hätten wir dann noch Enemy Earth, die ich auch schon einmal vorgestellt habe in einem Livecore Plus Unboxing Video. Wie gesagt, machen sehr geilen Kram. Die inspirieren sich so ein bisschen an den Horrorfilm aus den 80er, 90er Jahren, glaube ich. Und haben da auf jeden Fall auch wirklich ihren individuellen Stil auf jeden Fall gefunden, finde ich. Und machen sehr kranken Shit. Haben eben wirklich so einen ganz eigenen Vibe. Ist vermutlich nicht für jedermann was, aber insgesamt, denke ich, haben die wirklich sehr nice Shit. Auch der Designer von denen macht wirklich gute Arbeit und die Designs, Motive in sich wirklich stimmig, wirklich kommen geil rüber und sind sehr, sehr nice. Mit der war ich auch sehr zufrieden, mit dem T-Shirt, was ich von denen habe. Und das ist auf jeden Fall entsprechend eine Empfehlung auch von mir. Zu guter Letzt haben wir bei den etwas bekannteren Brands auch noch Root Tattoo, die ja auch vielleicht von meinen Zuschauern die ein oder andere kennt, eben weil ich sehr oft dort Kunde bin und sehr oft auch irgendwie Videos auf meinem Kanal davon mache. Einfach weil ich die Brand sehr nice finde, die wirklich oft einfach genau meinen Geschmack trifft und auch weil ich Eugen, den Owner der Brand und der eigentlich alles hinter der Brand macht, die Designs und also wirklich alles eigentlich sehr sympathisch finde, einen sehr korrekten Typen und ich einfach auch das Projekt von Root Tattoo eben sehr gerne unterstütze. Ja, insgesamt, ja, schaut einfach sonst gerne auch mal den Root Tattoo YouTube-Kanal an. Dort gibt es auch so ein bisschen viel Behind-the-Scenes-Einblicke oder einfach so ein bisschen Erläuterung, was man sich bei manchen Produkten gedacht hat und die werden dann nochmal explizit vorgestellt. Finde ich sehr, sehr cool.
auch so ein paar Einblicke einfach mal hinter eine Brand zu bekommen. Also mich interessiert das wirklich sehr. Und auch ansonsten, wie gesagt, Blue Tattoo ist qualitativ sehr, sehr stark. Also die T-Shirts und eigentlich wirklich ausnahmslos jedes Produkt, was ich bisher davon hatte, ist von der Qualität her echt crazy. Also das hat da nie enttäuscht. Das Einzige, was da so ein bisschen der Kritikpunkt wäre, dass die Hosen vom Schnitt her manchmal ein bisschen komisch sind, liegt aber vielleicht auch daran, weil einfach, weil meine Proportionen ein bisschen komisch sind mit 1,90, also sehr langen Beinen und ja, dafür doch recht verhältnismäßig dünnen Beinen, würde ich mal behaupten. Aber naja, das wären auf jeden Fall so die Brands, die viele vielleicht schon mal kennen oder auf jeden Fall schon mal gehört haben. Machen wir weiter mit ein paar doch sehr, sehr low-key Brands, die auch wirklich noch am Anfang stehen. Ich denke, da ist auf jeden Fall cool, die zu supporten und auch einfach mal abzuchecken. Wir machen den Start mit Moonlight Mansion. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Kann sein, dass ich da manchmal ein bisschen lost bin. Ein Zip-Hoodie, der mir da direkt aufgefallen ist, war also dieser hier, ich werde jetzt hier einblenden. Fand ich echt sick vom Design her, von der Idee her. Einfach so vom Placement her, von den Sachen. Also wirklich, wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Zip-Hoodie. Auch die Farbe braun, einfach heftig. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr cooler Zip-Hoodie. Ansonsten haben die auch oft so ein bisschen dieses Arabische mit eingebunden. Von den Hoodies oder Shirts sehe ich jetzt hier bei den neuesten Produkten, dass sie da wohl die Blanks von Reporter benutzen. Was eben viele kleine Brands machen, einfach weil Reporter eben qualitativ und vom Schnitt her wirklich sehr starke Produkte herstellt, die dann sich eben ideal eignen, um die einfach mit seinen Motiven bedrucken zu lassen und eben dann als eigene Brand mit einem eigenen Nackenlabel und so zu versehen und dann so zu verkaufen. Finde ich dementsprechend sehr cool und ist, denke ich, auf jeden Fall auch komplett legitim, da nicht direkt eigene Schnitte und eigene Hoodies zu haben, weil wenn man es einfach noch nicht in der Stückzahl und in der Qualität schafft, dann ist es, denke ich, auf jeden Fall cool, auszuweichen eben auf so entsprechende Blanks. Und zum Beispiel das hier, den Hoodie, den ich hier anhab, ist auch ein Hoodie von Reporter. Und der ist von der Qualität her, vom Schnitt her und vom allen wirklich sehr, sehr heftig. Dementsprechend ja, ist das, denke ich, auch auf jeden Fall ein positives Merkmal. Und ansonsten sind die mit 8.900 Followern auf Instagram, denke ich, auf jeden Fall ja, noch sehr klein, sehr low-key und machen soweit auf jeden Fall echt eine coole Arbeit. Und vor allem freue ich mich auf den Zip-Hoodie, also den werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer angucken, wenn er dann rauskommt. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und wir machen weiter mit der nächsten Brand, das wäre Moskits. Ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus, wie gesagt. Die hat mir letztens ein Kollege geschickt und meint, ey, die findet er echt ganz geil. Habe ich mal ausgecheckt und ich muss sagen, tatsächlich fand ich die auch ganz cool. Die haben auch sehr coole Designs, so ein bisschen ausgewaschen vom Look her, so ein bisschen Vintage. Oft auch so ein bisschen so dieses auf Amerikanische angelehnt, jetzt mit so einer amerikanischen Flagge zum Beispiel, mit einem Adler, mit so einem Rugby, so einen ganzen Kram, auch so ein bisschen, ja, Wilder Westen, Cowboy-mäßig, irgendwie mit Pferden und so ein Kram haben die da irgendwie. Also insgesamt vom Stil her auf jeden Fall, finde ich, kommt das gut rüber. Und wenn man sich auch die Produktbilder anguckt oder auch wenn die da irgendwie noch mal eine College-Jacke oder sowas haben, denke ich, kommt der Vibe, den sie kreieren wollen, auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Und insgesamt muss ich auch da sagen, sehr, sehr geile Produkte, vor allem eben die Motive gefallen mir. Einige Produkte sehe ich hier schon, zum Beispiel ja, das hier ist eben entsprechend auch genau den Hoodie, den ich anhab. Also ist auch wieder hier mit einigen Reporter Blanks gemacht, also zumindest einige Produkte, ich kann nicht einschätzen, was alles oder so. Aber zum Beispiel unter anderem der Hoodie und auch da kann ich dann entsprechend auch wieder sagen, Qualität ist top und ist, denke ich, auch eine coole Sache. Die Brand hat 700 Abonnenten, ist auch noch sehr klein und macht auf jeden Fall coolen Shit und ist, denke ich, sehr nice. Generell nochmal so kurz, was ich eigentlich auch ganz nice finde, neben dem, dass man einfach mal so kleinere Brands, die eben auch wirklich ein bisschen Starthilfe gebrauchen könnten, supportet und natürlich einfach es nice ist, so kleine Projekte zu supporten und kleine Leute, kleine Designer, die sich was aufbauen wollen, zu supporten, ist einfach der Fakt, dass man natürlich auch Produkte hat, die nicht jeder hat, die sehr limitiert sind von der Stückzahl, einfach weil die nicht so viele Leute kaufen und die dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen mehr unique sind und dass man einfach nicht wie absolut jeder rumläuft. Das finde ich eigentlich auch immer ganz nice. Wir machen weiter mit einer Brand, die heißt 99 Bendo. Und da ist tatsächlich jetzt auch der Hoodie her, den ich anhab. Wie schon erwähnt, auch von einem Reporter Blank. Insgesamt machen die auch ganz coolen Shit. Ich finde vor allem da diese Sterne, die sie verwenden, eben auch als Logo. Sieht man hier diese vier Sterne, wo in der Mitte sich so ein N draus ergibt.
vom Logo her echt geil und diese Sterne greifen sie ab und an immer überall mal wieder auf und finde ich, sind auf jeden Fall sehr geil, finde ich, kommen cool rüber, ist nochmal so ein nices Add-on überall. Hier haben sie zum Beispiel auch so ein bisschen dieses arabische Thema mit aufgegriffen, mit dieser arabischen Schriftart, wo einmal 90 steht. Der Hoodie heißt auch Arabic Bliss Hoodie und ansonsten haben die auch einige ganz coole Motive und die Brand ist noch sehr, sehr klein mit 2800 Abonnenten. Und ist, denke ich, auch auf jeden Fall eine Brand, die man supporten kann. Ich habe wirklich noch deutlich, deutlich mehr Einsendungen bekommen. Ich möchte das Video aber auch nicht zu lange halten. Und auch einige Brands, die wirklich noch so sehr, sehr klein sind, als die irgendwie erst ihren ersten Drop haben. Ich finde es schwierig, die vorzustellen, einfach aus dem Grund, weil ich noch nicht einschätzen kann, in welche Stilrichtung die genau gehen, wo das so hingeht. Wo ich auch die Designer dahinter nicht kenne, wo ich nicht weiß, was die für gewisse Qualitätsstandards haben, wo das hingeht. Und da möchte ich dann auch ungern irgendwie so Empfehlungen aussprechen oder sowas, wenn ich das nicht so richtig einschätzen kann. Dementsprechend seht es mir danach. Aber eine Brand habe ich noch, beziehungsweise eine Brand, die bisher noch nicht rausgekommen ist. Und zwar ist es die Upcoming Brand von Tuhan, der eben auch so ein bisschen mit Jason Noir, dem Fotografen von Justin, mit Elias und Justin, so die ganzen Jungs da, mit denen so ein bisschen befreundet ist und den ich jetzt auch seit langem schon so ein bisschen verfolge und der sehr, 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 wirklich einen sehr heftigen Style hat. Vor allem im Moment catcht mich das absolut und ist für mich eine sehr große Inspirationsquelle auf jeden Fall. Und der hat auch schon zum Beispiel eine Sample Pants gezeigt, die auf jeden Fall wirklich sehr aufwendig aussieht und auf jeden Fall viel verspricht. Und da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was das so bringt. Heißt, folgt ihm gerne mal, falls ihr einfach so ein bisschen auch verfolgen wollt, ob da oder was da noch in Zukunft kommt. Und ja, das wär's soweit dann mit meinen Empfehlungen. Falls ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, haut das gerne raus. Auch falls ihr irgendwie eine eigene kleine Brand habt, schreibt das gerne in die Kommentare und dann können die Jungs, die das Video hier schauen und Mädels natürlich, das unten einfach mal abchecken und ist vielleicht eine ganz nice Sache. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Supportet gerne das Video mit einem Like oder einem Abo. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.